Also jetzt gerade jagt hier eine Highlight, einen Highlight-Auftrag jagt ja den nächsten gerade, ne? Das ist schon krass. Ich weiß nicht, wie gesagt, warum er auf die Wand geschossen hat, ob da vielleicht irgendwas runtergefallen ist oder so. Ich habe keine Hammer jetzt halt dann irgendwie verpasst. Ich wurde daraus jetzt nicht so ganz schlau. Vergrabenes Ressourcenlager sichergestellt. Bergung des YMIR Max nicht möglich. 125 Erfahrung, 7500 Credits verdient, keine gefunden. Und Platin 5000. Aha, okay. Das war jetzt einfach nur so ein Zeitvertreib im Endeffekt. Mehr war es jetzt halt wirklich nicht. Gut. Und dafür habe ich jetzt diese Konstellation Thane und Grunt für zwei Baron. Gut, hat sich ja voll keine gelohnt. Da ist es das Massenportal. Feuer, ja genau. Wir fangen mal hier oben mit Solveig an. Sind irgendwie nach so einem salarianischen Wissenschaftler, ich weiß auch nicht. So, hier haben wir zunächst einmal den Planeten Thrivaldi. Dann haben wir noch was Unerforschtes. Ich habe eine Anomalie geortet. Oh, jetzt geht's aber ja rund mit den Anomalien hier in dem Cluster, mein lieber Scholli. Was ist das denn hier? Surtur. Ein kleiner Wüstenplanet. So. Also. Anomalie geortet. Ja, Simara. Surturs Mond Simara wird seit vielen Generationen zur Beobachtung des Heimatsterns Solveig benutzt. Er hat keine Atmosphäre, die die Observationstechnologien beeinflussen würde. Was sehr wichtig ist, denn es gibt in letzter Zeit Hinweise darauf, dass der Stern vorzeitig zu einem roten Giganten wird. Zur Vorbereitung des Tages, wenn die kritische Warnung gesendet wird, hat der Extranet-Kanal von Semaras Forschungsstation oberste Priorität bei allen Kommbarken des Systems. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass zu dem Zeitpunkt wegen der magnetischen Interferenz der Sonne noch Signale empfangen werden können, aber die Benutzung eines niedriger eingestuften Kanals erwies sich als politisch nicht durchsetzbar. 135 Kolonisten leben dort, auf dieser, oder in dieser Kolonie. Ausfall des Magnetschilds. Katastrophale Solarstrahlung wahrscheinlich. Ausfall des Magnetschilds. Katastrophale Solarstrahlung wahrscheinlich. Ausfall des Magnetschilds. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Wie sie es immer sagt, ne? Ist so fragend, so ein bisschen, so richtig cool. Planetenscans zeigen, dass die Kolonie auf Sinmara vor der gefährlichen Strahlung ihrer Sonne nicht geschützt ist. Fehlfunktion im Magnetschild der Kolonie entdeckt. Schild muss reaktiviert werden, damit die Kolonie nicht länger instabilen solaren Aktivitäten und damit der möglichen Vernichtung ausgesetzt ist. Aha, okay. Gut, wir nehmen ihn damit. Scheinbar nehmen wir nur den Shepard mit. Das ist in Ordnung. Ich ändere nochmal ganz kurz hier die Liste. Gibt Grunt und Thane jeweils einen Stern für diesen super Auftrag gerade. So, okay, dann legen wir hier mal los, würde ich sagen. Shepard ist alleine. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier zu kämpfen kommt. Weil wir haben ja Deckungsmöglichkeiten hier unten, ne? Da kann man die zerstören. Also zerstören kann man die auf jeden Fall, das ist keine Frage, aber. Liege unter schwerem Beschuss! Hä? Ich bin gerade einfach nur ver. Haben wir jetzt durch die Kiste Schaden genommen, also durch die Einzelteile, die Bruchstücke der Kiste haben wir quasi Schaden genommen. Verstehe ich das jetzt richtig? Digitaler Generator verwerfen. Das Palladium für. Zentraler Kontrollterminal der Station.
Okay. Umgehen. Okay, jetzt haben wir einmal das und das. Okay, jetzt wird er nach oben. Jupp. Okay. Kontrollschalter benutzen. Kühleinheit aktivieren. Was nicht geht anscheinend. Und da können wir es umgehen. Schildgenerator aktivieren. Okay, das müssen wir erst umgehen, dann können wir die anderen Sachen aktivieren. Das ergibt Sinn. Schild kann nicht aktiviert werden, weil Generator offline ist. Ah, Kontrollschalter. Ich verstehe. Ich verstehe. Gut, ja, dann müsste das jetzt eigentlich gehen, ja. Nee. Weil Generator offline ist. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal die Kühleinheit aktivieren. Ich weiß nicht, wo das vorher stand. Das habe ich jetzt nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Ja. Okay. Das geht hier rüber, dann kann ich das anscheinend aktivieren jetzt, ne? Nee. Dann muss ich das anscheinend doch umdingsen jetzt. Ja, das geht jetzt. So, und dann muss ich das nach vorne umdingsen. Umleiten. Ja, das richtige Wort. Wenn einem Dings nicht reicht als, als genaue Bezeichnung. Umgehen. Ja, das geht jetzt. So, was haben wir denn hier Schönes? Hoch, halb. Halb, halb. Das hoch, das ist der Doppelte. Ja, okay. Sieht gut aus. Also auf der einen Seite muss ich sagen, es war auch mal was anderes, wie die beiden vorherigen Missionen oder Aufträge auch, das ja. Aber die andere Frage ist einfach nur, warum? Also, als hätte ich jetzt jemanden mitgenommen, wohl mitnehmen können, dann hätte der auf jeden Fall, das wäre sowieso schon so eine Farce gewesen eigentlich, wenn ich jemanden hätte mitnehmen können. Aber selbst wenn, dann hätte ich ihm, glaube ich, einfach 5 Sterne geben müssen. So, Erfahrung erhalten, 125 Chrompunkte erhalten, einen. Magnetschild wiederhergestellt. Kolonie auf Sinmara jetzt vor Katastrophen durch Solaraktivitäten geschützt. Belohnung in Credits von den Kolonisten auf Sinmara übermittelt. 3750 haben wir auch gefunden, sind 7500. 2000 Palladium. Gefunden. Ja. Ja, Kelly. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Okay. Ich würde es nur aus deinem Munde hören. So, das war lustig. Jetzt ist die Frage, machen wir Feuergänge oder machen wir nochmal hier Aizur? Gut, Aizur wäre quasi auf dem Weg, da würden wir mit dem Uhrzeigersinn einmal hier lang fliegen. Quasi. Okay. So, Feuergänger, Forschungsdaten beschaffen. Hier ist noch ein Planet, das ist das System Yakaba. Kobayashi nennt sich dieser Planet. Ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. So, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache, weil Edi sagt ja am Anfang, wenn man einen Planeten quasi aufsuchen, sagt ja direkt, dass eine Anomalie geortet wurde. Also muss ich den Scanner gleich anschmeißen normalerweise. Maskava. Ich mach's aber trotzdem. So. hier haben wir natürlich noch den Planeten Nambu. Nicht mit Nabu zu verwechseln. Boah, es wäre geil, wenn so als Easter Egg hier einfach so ein Star Wars System mit drin wäre. So mit Nabu, Coruscant, Alderaan.
Aber da gab es Alderaan ja noch zur Naboo-Zeit. Sakata ist das hier. Das war viel. Das ist das. Ja, doch. Da muss der Alex jetzt mal zuschlagen hier. Sonde unterwegs. Diese Gelegenheit, die kommt nicht wieder. 80%. Da fehlt natürlich noch Karumto. Anomalie geortet. Ja, Karumto, ein erdgroßer Planet, der in einen undurchdringlichen Dunst aus Kohlendioxid und Asche gehüllt ist, ist ein gnadenloser Ort. Erdbeben, vulkanische Gase und Staubwolken haben jede Besiedlung verhindert. Auch an seiner schwefelhaltigen Kruste hat bis jetzt noch niemand Interesse gezeigt. 150 Grad Celsius. Okay, wir hören nichts, wir sehen es nur, das Signal. Also wir hören zwar das Pingen, heißt etwas auf unseren Sensoren. Aber wir hören keinen Funkspruch oder so. Forschungsstation im Inneren des Vulkans auf der Planetenoberfläche geortet. Die Datenspeicher der Forschungsstation sind noch aktiv und enthalten möglicherweise wertvolle Informationen. Warnung, Vulkan ist instabil, äußerste Vorsicht ist anzuraten. Jo. Gut, dann mache ich jetzt hier eigentlich gar kein großes Geschiss. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Leute, weil die werden eben im Hammer sitzen, schätze ich. Ich würde auf jeden Fall mal Tali mitnehmen, damit die auch mal im Hammer mit dem Shepard saß. Ja. Und ich würde mitnehmen... Samara? Samara wäre, glaube ich, ganz knorke. Oder Tali und Kazumi. Die waren ja schon bei der Stations-VI zusammen. Ja, wir nehmen die Samara mal mit. Tali und Jack hatten wir noch nicht, ne? Das ist eigentlich sowas von scheißegal. Ne, wir nehmen jetzt die Samara mit, komm. Ja. Haben wir einen Technikprofi und Ich nehme mal die Firestorm mit, passt gut zum Vulkan. Ich komme nicht drauf. Technik und Biotik, so rum. Passt. Ja, Tali muss natürlich die Geth Plasma Schrotflinte mitnehmen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Gut. Falls die beiden doch irgendwie in irgendeiner Form zum Einsatz kommen sollten. Okay, das ist das, wo ich dachte, das wäre ein Schutzschild. Das fehlt jetzt hier. Ich erinnere mich an diesen Level. Ich erinnere mich. Ich habe ihn gehasst. Ich habe ihn wirklich gehasst. Haben wir eine Karte oder irgendwas? Können wir nicht speichern? Ja, ich erinnere mich an die Scheiße. Ja. Oh, Leute. Das hat so genervt. Oh, wir können hier hoch. Scheinbar. Okay. Boah, Leute, das hat so genervt. Okay. Boah, scheiße. Ich in meinem Orientierungssinn, ne? Wir können ja mal unten anfangen und uns nach oben... Wobei das eigentlich Kappe ist, wir sind ja schon ziemlich weit oben. Das ist also Blödsinn. Okay, also wir fahren mal hier rein oder schweben mal hier rein vielmehr. Ah ne, wir haben hier angefangen. Okay. So, ja, jetzt runter, wir fangen hier oben an. Der geht es auf jeden Fall ziemlich steil runter. Nee. Dann wählen wir doch den anderen Weg. Hauptsache Tali und Samara sind drin. Für nichts und wieder nichts. Ah,
Ja, okay, den nehmen wir schon mal mit hier. Die Sache, was immer das sein mag. Das ist Gestein. Iridium. Gebiet wegen instabiler vulkanischer Aktivität gefährdet. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ist das jetzt hier weggebrochen oder habe ich einen an der Waffel? Ich glaube, da ist was weggebrochen. Kann das sein? Wow, das war ziemlich wagemutig von mir. Ne, da ist nichts weggebrochen. Alles gut. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Nur damit ihr das schon mal wisst und gehört habt. Ich mache einfach mal irgendwas. Aufpassen. Ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Ich glaube, da durchzuschweben wäre auch unserer Gesundheit und dem Hammer gegenüber nicht sehr zuträglich. Ah, da ich das nicht anpingen kann. Scheiße! Boah. Scheiße. Ich wollte mit der L2 wollte ich ranzoomen. Da gibt es ja den Boost. Nee. Nee, Leute, das haut alles nicht so ganz hin. Müssen wir nach oben. So, jetzt mal hier im Schweinsgalopp. Habt ihr schon mal irgendwo draußen auf dem Feld oder in der Stadt oder so ein Schwein in einem Hämmer sitzen sehen und das ist mit dem Hämmer galoppiert? Frage in die Runde. Man sagt ja mal, es hat es alles schon gegeben. Also. Wenn ihr Erfahrungsberichte vorzuweisen habt, dann bin ich da ganz Ohr. Hier rüber. Ja. Das ist doch machbar. So. Oh ja. Das da oben, ne? Das ist auch reizvoll. Aber ich glaube, da müssen wir von da oben vielleicht. Aber kommen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr hin, oder? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Komm schon! Jawohl! Geile Scheiße. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Spiel so gewollt war oder ob wir das jetzt irgendwie erzwungen haben, dass wir uns da so ein bisschen hochgeglitscht haben. Aber kommen wir da auch hoch? Wo ein Weg ist, ne? Da brauchen wir nur einen Willen. Dann geht das auch alles. Ich glaube, wir sind jetzt hier. Ja, wir sind jetzt hier. Was auch immer hier bedeuten mag, aber wir sind auf jeden Fall hier. Ja. Leute. Aber ihr merkt, in diesen Aufträgen hier, wo wir wirklich so original nichts machen, was irgendwie von Belang wäre. Da wächst auch mein Potenzial ins Unermessliche, einfach nur dummes Zeug zu schwätzen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ein bisschen konzentrieren muss ich mich, da ich nicht in den Abgrund stürze, aber ansonsten ist das hier alles. Oh, das könnte ein bisschen weit sein. Ah, nee, das passt. Ich habe doch damals auch bei Spyro the Dragon hier Tree. Ah, wie hieß das? Dieser Kacklevel. Tree Tops, glaube ich. Da habe ich doch auch, bin ich noch auf einem Weg
weitergekommen, den man eigentlich nicht fliegen soll. Und da habe ich auch irgendwie das Spiel ausgetrickst, ohne es zu wissen, wohlgemerkt. Ich wurde dann darauf hingewiesen, ich weiß, ob es vielleicht sogar der Templar-Assassin war, auf jeden Fall wurde ich darauf hingewiesen, dass es eigentlich nicht der richtige Weg ist. Und wo ich dann Jahre später das nochmal gespielt habe für die PS4 dann, also diese Remastered, oder war ja schon Remake war es eher, ne? So eine Remake-Variante. Da habe ich dann. Da habe ich dann den richtigen Weg einschlagen können. So. Oh, Rauchverbot. An Bord des Hammer. Ich glaube, wir sollen runter. Ja. Hier ist ein Tunnel. Eingang zur Forschungsbasis voraus. Aha. Da kann man auch Oha sagen, tatsächlich. Können wir jetzt da reinfliegen? Nee, wir können den Hammer verlassen. Was ist denn hier drüben? Das wüsste ich gar noch. Kann sein, es müsste auch ein bisschen kämpfen. Also bei irgendeinem Feuergängerabschnitt müssen wir kämpfen. Ich dachte, das wäre der andere, wo wir noch hin müssen gleich. Demnächst irgendwann. Aber es ist anscheinend hier auch schon. Also entweder bei beiden oder nur bei dem. Aber ich meine, es war bei dem anderen, wo wir kämpfen mussten. Ja gut, dann können die beiden Damen doch zum Einsatz kommen, seht ihr?